Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Herzlich willkommen zu deiner Monatslegung, egal ob du im Sonne- oder Mondzeichen, der Venus oder dem Aszendenten das Sternzeichen der Jungfrau trägst, bist du hier genau richtig. Und ich bin gespannt, was sich gleich zeigt, was erwartet dich. Ich schaue gleich erst einmal rein, welcher Seelenstein kommt mit welcher Botschaft für dich als Jungfrau in den Monat Mai geflogen. Dann geht es weiter mit einem persönlichen Krafttier für dich und dann gehen wir mit dem keltischen Kreuz in tiefere Botschaften. Im Anschluss an dieses Video hast du endlich wieder die Möglichkeit, noch tiefer mit mir reinzuschauen. Das heißt, da gehe ich dann in die Erweiterungslegung mit den Lenormand-Karten, schaue noch tiefer in den Bereich Liebe, Finanzen, Privat und Beruf. Zwei Möglichkeiten gebe ich dir an die Hand, wie du an dieses Video kommst. Entweder du bist oder wirst Mitglied auf meinem Kanal, dann kannst du dir nämlich alle Sternzeichenerweiterungen anschauen. Wenn du sagst, dir reicht das eine, dann folgst du einfach dem Link, der dich nach Elopage führt. Und diesen Link findest du in der Infobox. Einfach auf Mehr klicken oder im Kommentarfeld. Und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, starten wir rein. Und ich starte mit einem Seelenstein für den Monat Mai. Für das Kollektiv der Jungfrauen. Welcher Stein möchte mit welcher Botschaft hier ins Feld kommen? Huh, das sind zwei. Und ich gehe mal wieder auf Tauchstation. Wir haben, oh wunderschön, das versteinerte Holz. Und schaut mal, das habe ich tatsächlich hier liegen. Das ist immer ein teurer Begleiter von mir. Findest du auch in meinem Online-Shop www.seelensteine-shop.de. Und dann gibt es noch den Dumortierit. Den hatten wir auch irgendwann mal in einer Legung. Fangen wir an beim versteinerten Holz. Wir gehen gerade so ein bisschen in die erdige Energie und das versteinerte Holz mit der Karte oder mit der Nummer 57, vielleicht 5 und 7 oder der 7.5. Hier nochmal ein wichtiges Datum für dich. Generell geht es aber bei diesem Stein neben der Erdung für dich im Mai um welche Themen? Geduld, Vertrauen, Vertrauen in das Universum und dass du dich auch wirklich dem Fluss des Lebens hingeben darfst, dass du darauf vertrauen darfst, dass das Universum alle Hebel in Bewegung setzt, was du dir manifestierst und dass du wirklich die Gabe hast, alles in deinem Leben mitzuerschaffen. Und die Botschaft lautet wirklich, dich jetzt voll und ganz der göttlichen Ordnung zu überlassen. Es liegt nicht in deiner Hand, wann und wie das Universum sich der Verwirklichung deiner Pläne annimmt. Deshalb konzentriere dich auf deinen eigenen inneren Prozess. Und dann geh bitte Schritt für Schritt voran. Und dann kannst du wirklich deinen persönlichen Weg, deine Entwicklung, vielleicht bist du gerade irgendwo verwickelt, verwirklichen und auch wirklich Heilung fließen lassen. Mit dem Dumortierit, Karte Nummer 16, haben wir hier, nee, 18, entschuldigt bitte, haben wir hier die Farbe Violett. Das ist natürlich stellvertretend schon mal für Stirn- und Kronenchakra. Hier kann es sich nämlich genau darum, um Organisation, Ordnung, Ausmisten, göttliches Vertrauen, Kronenchakra öffnen, wirklich deine Intuition auch fließen lassen, aber vor allen Dingen die Ordnung deiner Gedanken, diese Klarheit, dass du irgendwo vielleicht auch gerade einen Plan brauchst, der dich unterstützt bei deiner Erfüllung, bei deiner Heilung. Und du brauchst, und er unterstützt dich wirklich bei deiner mentalen Disziplin. Vielleicht ist die irgendwo so ein bisschen abhanden gekommen und hier sagt dir der Dumortierit, hey komm, hier darf wieder Ordnung und Struktur einkehren. So, ihr Lieben, wir gucken mal, welches Krafttier unterstützt dich. Welches Krafttier kommt für die Jungfrauen im Mai und möchte dich stärken, möchte dich vielleicht auch informieren und dich einladen, dich immer wieder mit ihm zu verbinden. Und da haben wir ja den Elefanten. Es geht ums Gedächtnis, um gewisse Lektionen und deine Intelligenz. Und das hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht gerade nicht intelligent bist, sondern hier geht es auch ganz viel um die emotionale Intelligenz. Der EQ ist häufig viel wichtiger als der IQ. Und wenn du sagst, Ordnung, Struktur, schon schwierig, in die Harmonie im Innen zu kommen, gerade stagniert alles, ich komme irgendwie nur langsam und träge ins Handeln, dann hol dir den Elefanten mit ins Boot.
Also verbinde dich wirklich, denn er sagt, in deinen tiefsten Erinnerungen sind die Lebenslektionen gut versteckt, die du nun anwenden kannst. Nutze diese außerordentliche Intelligenz, die du wirklich in dir trägst, in Verbindung mit deiner emotionalen Seite, damit du Hindernisse wie Wasser fließen und nicht in dir stagnieren und dich blockieren. Also ne, hier geht es wirklich um die Umsetzung, um das in Fluss kommen, um wieder aus einer gewissen, aus einem gewissen Stillstehen oder auch Gedankenchaos, dass sich immer die gleichen Gedanken zeigen, auszutreten. Und da am besten machst du dir wirklich mal schriftlich, schreib dir mal wirklich aufs Blatt Papier, mach es verbindlich und sichtbar, wo möchtest du hin? Und wir gucken jetzt rein mit dem keltischen Kreuz. Da freue ich mich immer sehr drauf, weil da kommen natürlich richtig tiefe Botschaften. Was ist die Grundsituation im Mai für die Jungfrauen? Die Grundsituation. Sind mir zu viele. Es waren drei und ich hätte gerne nur eine. So, hier geht es um deinen Selbstwert, Kreativität, wieder ins Tun kommen, das Leben feiern, dir eine gewisse Auswahlmöglichkeit nochmal bewusst werden zu lassen und auch emotional wirklich in den Fluss zu kommen, in die Heilung zu kommen, wieder aufzusteigen. Temperament, was du jetzt gegebenenfalls wieder brauchst, das ist wirklich wow! Ich habe mein Feuer entdeckt. Dafür, für dieses Lebensfeuer, steht jetzt der Mai als Grundenergie um ein Grundthema, was es für dich heißt, wofür du losgehen darfst. Und das ist dieses, ich check mit mir im Innen ein und räume da radikal auf. Ich nehme hier diesen Stab als Königin der Stäbe und stelle mich hier hin vor meine Familie, Freunde, was auch immer. Ich komme in die Eigenverantwortung und gleichzeitig bist du vielleicht in der Energiearbeit unterwegs, arbeitest mit Reiki beispielsweise. Da kannst du dich nochmal ganz tief mit verbinden. Für dich, für deine eigene Heilung. Auf dem Boden der Tatsachen ankommen, aber in einer gewissen Harmonie. Und vielleicht ist es gerade nur eine kleine Flamme, die in dir fackelt. Nutze sie einfach, nutze diese vielen kleinen Kerzen in dir, diese vielen kleinen Lichter oder aber auch Menschen, die wie deine Wegweiser dich begleiten und an deinen eigenen Wert dich wieder glauben lassen, damit du es aus dir heraus einfach fließen lassen kannst. Und dann übernimm die Verantwortung, auch die Kreativität, dass du vielleicht jetzt feststellst, wow, wenn ich im Inneren hier in meiner Größe bin, dann sehe ich auf einmal wieder, wie viele Lichter um mich rum sind und mit mir in meinem Feld einfach harmonisch an meiner Seite stehen. Was ist deine größte Herausforderung? Die größte Herausforderung im Mai für dich als Jungfrau. Die größte Herausforderung. Ja. Das ist ja ein ganzes Kapitel hier. Da haben wir eine. Deine eigenen Gedanken. Schlaflose Nächte, Glaubensmuster. Dein Kopf ist so laut. Ja, da ist jetzt die größte Herausforderung, da auszubrechen. Aus negativen, toxischen Mustern, beginnend in deinem Kopf. Das ist so wirklich das, vielleicht auch wirklich diese Stagnation. Ich komme nicht auf die Beine. Ich kann nicht mehr. Da auszutreten und wieder die Helligkeit zu sehen, den Frieden fließen zu lassen und wirklich radikal deine Gedanken aufräumen, ist die Herausforderung und ist vielleicht aber auch wichtig für eine Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn wir haben dein Match hier, König der Stäbe, wir haben auch die Königin der Münzen, es geht wirklich ganz viel um deinen Selbstwert hier. Das, was so wichtig ist, dieses Aufräumen, Eigenverantwortung zu übernehmen, vielleicht auch wirklich eine Person im Außen, die dich immer wieder in dieses Gedankenkino katapultiert. Aber du gibst dieser Person den Raum und denk bitte dran, alles im Außen zeigt dir einfach nur etwas. Vor allem, wenn es länger als 15 Sekunden etwas mit dir macht, ist es dein Thema, hat mit dem anderen nichts zu tun. Der dient dir dann einfach nur als Projektionsfläche tatsächlich. Gedanken. Da haben wir die 5 Münzen, den Mangel. Glaubenssätze. Und da ist es jetzt wichtig, hier, pam, 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 Königin der Schwerter, deine mentale Kraft.
solltest du permanent in deinen bewussten Gedanken, in Glaubenssätzen, in Mangel, in einer gewissen Traurigkeit sein, immer dieses, puh, Mist, ne? Auch hier, die Frau kriegt den Kopf nicht hoch. Sie schaut nur nach unten, will gerade gar nichts drumherum wahrsehen, dass hier der Schlüssel für das Schloss ist, sieht sie nicht. Und dann manifestierst du dir das und denk dran, das versteinerte Holz kann dich dabei unterstützen, auch ein bisschen in die Klarheit zu kommen. Aber generell ist es natürlich wirklich die Umsetzung, die Macht. Königin der Stäbe hat Macht, wieder die Macht und die Eigenverantwortung über deine eigenen Gedanken zu übernehmen. Und auf seelischer Ebene knallt es rein, das ist der Umbruch. Du befindest dich vielleicht auch in einer Liebesbeziehung, gerade in einer aktiven Umbruchsphase. Du beleuchtest sehr viel und hier könnte es wirklich zu einem erschütternden Erlebnis kommen. Gab es vielleicht sogar auch schon in Herzensangelegenheiten oder Thema Liebe generell. Wenn es das Thema Liebe generell nicht ist, dann wirklich diese Verbundenheit, dieses wirklich aus dem Herzen, dass dir die Sonne aus dem Hintern scheint. Herzöffnung oder eine Beziehung, wo es hier, wo deine Seele dir sagt, so geht's nicht mehr weiter. Und das spürst du auch. Was ist wichtig aus der Vergangenheit, was jetzt nochmal hochploppen wird? Und ich bin gespannt, was sich gleich in der Erweiterung zeigen wird. Da werden wir natürlich nochmal tiefer genau auf die Themen eingehen. Zack, da ist der Herzschmerz. So passend. Der Herzschmerz, der jetzt nochmal immer oder immer noch in deinem Bewusstsein ist. Und dann sitzt du hier und betrachtest dir quasi aus der Vergangenheit. Also, da ist diese nicht vorhandene Bewegung. Da ist nur der Schmerz. Und jetzt muss das Brainstorming kommen. Aber hier, wandel deine Gedanken. Das ist so wichtig jetzt gerade, denn du bist gefangen in einem emotionalen Schmerz, in einer stressigen Situation. Und diese Situation, die da war, ich will die gar nicht kleiner reden, als sie ist, aber nimm sie mit und bade nicht drin. Das ist dieser Umbruch, der jetzt kommen muss. Dieser Wandel. Wandel deine Gedanken. Wandel deine Emotionen, indem du sie annimmst und mitnimmst, indem du in die Akzeptanz gehst zu dem, was hier war und dir die Heilung, die emotionale Heilung erlaubst. Und deine Gedanken sind gerade so immens. Es kann auch sein, dass in deinem bewussten Gedankenfeld ein gewisser Mangel neben der Beziehungsebene auch auf finanzieller Ebene herrscht. Aber Mangel zieht Mangel an. Und deshalb, auch wenn gerade vielleicht nicht viele Kapazitäten da sind, gehen die Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was aber da ist. Was ist die Tendenz der Entwicklung für die jungen Frauen? Was ist die Tendenz? Wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise der Jungfrauen? Was ist gewünscht? Die mögliche Tendenz. Das ist natürlich nie eine Garantie. Was ist die mögliche Tendenz? Eine neue Chance, emotionale Heilung, eine neue Beziehung. Sich auch hier auf Beziehungs- und Liebesebene nochmal bewusst werden. Wo habe ich mir eine Illusion aufrecht gehalten? Wo darf ich jetzt reflektieren? Wo sind meine Wünsche eigentlich ganz anders? Hier kann es auch sein, dass es nochmal mit einer anderen Person in einen Neuanfang geht. Dass hier nochmal von außen gegebenenfalls etwas kommt, eine Nachricht oder jemand, der auf einmal dein Feuer entfacht. Aber auch diese eigene Kreativität, die jetzt wieder angestupst wird, wo du lernst, aus dem Herzen loszugehen. Das ist die mögliche Tendenz. Also die Asse, das sind ja immer diese Riesenchancen. Und das Ass der Kelche ist halt wirklich neben dem, was sich hier zeigt mit den drei Schwertern, jetzt die Chance, an deinen Träumen wieder anzuknüpfen. Eine neue Liebung, aber auch diese emotionale Heilung. Die Hoffnung, die Positivität und Lebensfreude, so aus heiterem Himmel oder aus dir selbst heraus, kann sich hier wirklich etwas anbieten. Aber ob du die Chance annimmst, das liegt an dir. Weil diese Chancen sind oft schnell da und dann aber auch wieder weg. Und da heißt es, und nimm es an, was hier schon bei dir auf Seelenebene sich vielleicht gerade zeigt. Was ist deine Hauptenergie? Es kann auch die Heilung einer Beziehung sein, ne? Dass du hier nochmal in die Heilung gehst. Was ist deine Hauptenergie, in der du dich im Mai befindest als Jungfrau? Die Hauptenergie im Mai. Die Welt. Du schließt ein Kapitel und da haben wir
erst einmal dein Stirnchakra, ja, was sich hier öffnet, wo auf einmal wieder eine Flamme entsteht, ein Fackeln. Mit Geduld brauchst du da natürlich, denn das ist wieder das Geduldsthema, was wir mit den Steinen und dem Krafttier auch hatten. Mit der Geduld kommst du auch wieder in eine kreative neue Phase. Was du hier loslässt, werde ich gleich mit den Lenormand-Karten sehen. Hoffe ich, dass sich das zeigt, aber ich denke schon, wenn sich das hier schon zeigt in der großen Arkana, in deiner Hauptenergie. Aber das ist wirklich der komplette Umbruch. Der Umbruch, das Ende von vielleicht einer negativen karmischen Erfahrung, die du hier gemacht hast. Eine Reise, neben einer Lebensreise, vielleicht wirklich eine Reise, die du gerade planst. Eine kreative Reise, eine spirituelle Reise. Ein Retreat könnte das sein, dass du gerade alles darauf fokussierst. Aber es ist auch der Erfolg. Ja, dass du jetzt wirklich in den Abschluss kommst, in den Abschluss mit dem Herzschmerz, in den Abschluss mit deiner emotionalen Heilung für ein gewisses Thema, in den Abschluss deiner negativen Gedankenmuster, um wieder neue Lebensenergie zu tanken. Und was sind, auch ein neues Kapitel auf Liebesebene natürlich, und wie, was du da für dich entscheidest, wirst du am besten selber wissen, was sind, das ist von außen. Von außen haben wir die neuen Stäbe. Abgrenzung. Auch hier. Okay, du wirst angetriggert. Mit den 5 Schwertern und den neuen Stäben könntest du wirklich aufgefordert werden, dass du jetzt gerade gar nicht die Menschen bekommst, die sich jetzt hier hinstellen und sagen, ich mache das für dich, sondern du wirst aufgefordert von außen jetzt wirklich, hier kommen nochmal die Verletzungen der Vergangenheit hoch. Hier kommt aber auch ein gewisser Schutz. Ja, Schutz vor Gedankenkino. Ich nehme es aber eher als Trigger wahr, dass jemand von außen auf dich zukommt und genau dein Kernthema dir anzeigt und dich nochmal dazu befähigt, zu schauen, aus welchen Gedankenmustern darfst du austreten? Wo darfst du jetzt in die emotionale Heilung fließen? Von außen kommt wie so ein Wirbelsturm auf dich zu. Hier können Konflikte mit einer Person liegen. Hier kann auch eine gewisse Empathielosigkeit liegen, die dich dann aber dazu veranlassen wird, einen radikalen Schlussstrich zu ziehen oder wirklich in das Gespräch zu gehen. Von außen wirst du aber jetzt auch nochmal aktiv auf deinen Erfahrungsschatz hingewiesen, der in dir ist. Eine Phase oder eine Möglichkeit, die sich dir jetzt bietet, dass auch du Grenzen setzt. Indem dir Menschen zeigen und klar kommunizieren, hier ist meine Grenze, lernst du das nämlich auch für dich. Du kannst dich ja auch an denen orientieren. Orientiere dich aber bitte nur an denjenigen, die wirklich dastehen, wo du hin willst. Auch eine Phase der Erholung von diesen toxischen Geschichten auf Beziehungsebene. Ja, aber da sind wirklich Konflikte auf Beziehungsebene und hier heißt es, übernimm die Verantwortung, hol dir wieder deine Zügel, damit du weißt, in welche Richtung du gehst. Also so ein bisschen Konflikte nehme ich hier von außen wahr und auch eine gewisse Abgrenzung. Was sind deine Wünsche, Ziele, gegebenenfalls aber auch Ängste? Wünsche und dass es ankommen. Happy End, Familie, Liebe leben, die Fülle leben, endlich ankommen. Das ist das, was du möchtest. Und gleichzeitig auch wieder das Leben entdecken, Abenteuer lustig sein, dir Zeit geben, dir Raum geben, um etwas entstehen zu lassen und vielleicht für viele hier wirklich was eine Wunscherfüllung sein kann. Ja, aus der Stagnation rauszugehen und hier spirituell dich weiterzuentwickeln, wieder anzuknüpfen an das Wissen, was in dir ist, mutig zu sein und nach draußen zu gehen, sichtbar zu werden und am besten, ja, damit vielleicht sogar auch Geld zu verdienen, aber du möchtest die Fülle im Innen und im Außen, nicht nur auf materieller Ebene. Und das sind aber die Themen, womit du gerade im Mangel bist, im Bewusstsein. Das heißt, hier bist du gerade mal so auf der Hälfte. 5 Münzen und dein Wunsch ist die 10 Münzen, aber dann musst du in die Puschen kommen. Dann musst du etwas aktiv verändern. Was ist das Ziel? Und wieder die 5er-Energie, 5 Kelche, unterliegende Energie, die 3 Münzen. Damit du hier hinkommst, zu deiner Wunscherfüllung, wird dir natürlich hier eine Chance gegeben. Und das Ziel ist es, dass du lernst,
widerstandsfähig zu sein, eine gewisse Resilienz dir zu erarbeiten oder anzuknüpfen an einer gewissen Resilienz, die du dir erarbeitet hast. Zu kommunizieren, etwas im Team aufzubauen, nicht alles alleine zu tun. 5 Kelche, wo hast du vielleicht einen Teil in dir verloren? Wo darfst du wieder einen Seelenanteil einladen in dein Leben? Und da habe ich ein schönes Video mal auf hier auf YouTube hochgeladen. Kannst du gerne mal ein bisschen scrollen, ist schon ein bisschen her, da ging es wirklich, oder auch auf Instagram findest du das Video, um deine Seelenanteile wieder einzuladen. Die 5 Kelche, das ist immer, schau dir deinen Herzschmerz an und arbeite darin. Arbeite wirklich an dem Enttäuschtsein. Was ist das Ende einer Täuschung? Was ist das Ziel, das Ende einer Täuschung? Was ich dir ja immer mal wieder hier mit den 7 Kelchen schon gesagt habe. Dir darf bewusst werden, wo hast du dir eine Illusion aufgebaut und wo kannst du jetzt wieder wirklich auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich gehe jetzt in die Erweiterung rein und freue mich, wenn du mit eincheckst, und sage bis gleich, du Liebe.